Hallöchen da draußen, herzlich willkommen zurück bei The Long Dark mit einem gesunden Frühstück mit Schweinefleisch mit Bohnen. Ja, guck mal, perfekt, perfekt getimed. Wir futtern einmal. Groove, genau, wir hatten hier gerade Grooves in der Pause. Aber jetzt geht natürlich wieder der Ernst des Lebens los. Der Ernst des Überlebens. Der Ernst des Überlebens, genau so sieht es nämlich aus. Oh, wir müssen auch noch was trinken kurz. Kann ich eigentlich auch hier? Ja, kann ich, ne? So. Hab ich noch nie gemacht, glaube ich. Diesen Shortcut da. So. Ist das eigentlich, ist das sein Spruch? Weiß ich gar nicht. Ich dachte, ich hätte mir was Neues ausgedacht. Naja. Gut. Gut. Ich mache vielleicht erstmal eine Speicherung. Auf den Weg gemacht. Ich überschreibe einfach mal den. Zack. Ah. Hier haben wir auch ein bisschen Groove. Naja, weniger Groove, mehr atmosphärische Hintergrundmusik. Und wir machen uns auf den beschwerlichen Rückweg. Ich bin mal sehr gespannt, ob wir das irgendwie schaffen, ohne uns die Beine zu brechen. Vielleicht kann ich erstmal zu dieser Straße da zurück und dann gehen wir einfach den Weg, den wir schon kennen. Das wäre eine Möglichkeit. Ja, ja, ja. Das testen wir mal. Hintergrundmusik ist eher dramatisch. Na gut, ich meine, in der Scheiße, in der wir uns hier gerade befinden, hier mit Flugzeugabsturz und Opfern und Pipapo, ich bin mal gespannt, was wir da noch so, auf was wir da so treffen werden, ne? Wenn wir da zum Flieger gehen. Und dieser Turm, der ist nicht irgendwie angezeigt auf der Map oder so, ne? Das kriegt dann auch aus. Wir sind bald wieder bei dem Haus hier, ne? Mollys Scheune. Ach, das ist ja krass. Ach, das ist ja überhaupt nicht weit weg, eigentlich. Hm, interessant. Theoretisch könnten wir da nochmal vorbeigehen. Ich weiß allerdings nicht, ob es was nutzt. Ich weiß nicht, ob es was bringt. Was ist das für ein Geräusch? Was ist das für ein Geräusch? Bleib weg, Alter. Ich gehe mal besser hier lang. Ich habe mich gerade umentschieden. Alter, wenn der Gas gibt, ne? Oh. Das habe ich jetzt ja überhaupt nicht erwartet. Alles Klärchen. Ja, oder er taucht da von rechts auf. Also der Weg ist nicht schlecht. Das ist sogar die Straße hier. Ach was. Wo ist denn hier die Straße? Ach, da vielleicht. Alter. Okay. Ja, okay, cool. Hm. Ja, das sieht so ein bisschen aus wie, es könnte mal eine Straße gewesen sein. Da ist auf jeden Fall die Brücke. Boah, haben wir den nochmal umgangen? Puh. Ich weiß halt nicht, wie das bei den Bären so ist, wann die getriggert werden, ne? Ob er einfach keinen Bock auf uns hatte? Gucken wir es mal. Hahaha. Ja, offensichtlich. Wir leben noch. Hey. Ole, ole. Gut. Aber hey, immerhin haben wir hier einen vernünftigen Weg gefunden. Zurück zum Dörfchen. Das ist ganz gut. Ich sag mal so, das hat uns jetzt wahrscheinlich, das war jetzt der effizientere Weg, ansonsten hätte er auch hier gebummelt. Das hat jetzt das Bummeln vermieden. schön. Gut, gut, gut. Jo, und dann würde ich sagen, wir laden da gleich ein bisschen Sachen ab. Das ist echt gut, dass wir die Revolvermunition auch gefunden haben. Ich hoffe, wir werden die jetzt nicht so bald brauchen, aber ihr wisst ja, wie es ist. Und dann würde ich mich tendenziell Richtung Norden mal aufmachen. Und gucken, was wir da ausrichten können. Mit dem Höhepunkt natürlich das Flugzeugwrack. Hm. Jo, jo, jo. Bisher geht's ja ganz gut voran. Bin ich denn überhaupt... Ja, es ist halt nicht so der direkte Weg, ne? Es ist nicht so der direkte Weg. Hm. Aber der vermeintlich sicherere
könnt natürlich auch so ein bisschen mal versuchen abzu... Nein, abzukürzen. Nein, die haben jetzt... haben mich echt gesehen. Es bleibt auch nichts erspart. Ja, die springen hier gleich runter. Purzelwölfe, nein, Purzelwölfe! Purzelwölfe! Oh, fuck. Nein. Warum hat er nicht geschossen? Ich laufe mal. Während sie ganz seelenruhig nachlädt, das ist kein Problem. Sie kann sowas. Weg. Naja, gegen den Baum. Ich renne gegen Bäume. Jo, ich glaube, das war ein Treffer. Ich glaube, das war ein Treffer. Ich bin mir ehrlich gesagt nicht so sicher, ob es mehr bringt, sie zu treffen, ne? Oder ob der Knall auch schon reicht. Ich meine, klar, man kann sie wahrscheinlich niederstrecken. Wenn man den trifft. Das hat jetzt gar nichts gebracht. Was? Bitte was? Doch. Ey. Genau, schön despawnen. So ist es recht. Na, dann kann ich auch auf der Straße bleiben, ehrlich gesagt. Wenn er jetzt wirklich gedespawnt ist, dann bitte sehr. Dann soll es mir recht sein. Mann, ey. Klar, wenn man die Wölfe niederlegt, dann hat es sich natürlich auch mit der Motivation. Der Wölfe, das, ja, sehe ich ein. Shit, ey. Na gut. Oh, wir haben ein Leiden. Oh, sag doch was. Blutverlust. Ich glaube, ich muss erstmal was basteln, ne? Das ist das Blöde. Ah, Zunderbündel. Nein, ich habe gar nichts. Doch, nee, nur Wickel. Ihr Verband, ja. Herstellen. Zwei Verbände, geht nicht einer? Na gut, von mir aus. Ja, es geht aber. So schnell verlieren wir keinen Health. Leute. Was? Was ist das? Ich habe ihn gerade noch gesehen, aber irgendwie ist er wieder despawned. Irgendwas ist hier buggy, glaube ich. Irgendwas ist hier buggy. Ich muss mal eben den Verband anlegen. Verband verwenden. Ihr habt's auch gehört, oder? Ihr habt's auch gehört. Mann. Gut. Wow, macht die Straße hier echt so einen Hubbel. So ein Hubbel. Werde ich mich gleich wieder aufs Maul legen. Ich kann runterschleichen. Ja, Vorsicht. Vorsichtig. Gut. Funktioniert. Wie weit ist es noch? Zu weit. Viel zu weit. Ist auch einfach so... Es ist so unauffällig, hier einfach mit der Knarre rumzulaufen, ne? Wenn uns hier irgendwer... Ganz ehrlich, wenn uns hier irgendjemand sieht, mit der Knarre hier rumlaufen, dann enden wir aber auch wie die Kollegen, die wir da gefunden haben, ne? Aber instantan. Wir müssten es eigentlich schaffen, das will ich doch mal hoffen. Guck mal, da vorne ist doch schon was. Mann. Ist aber immer noch vormittags, das ist ganz gut. Dann können wir vielleicht, wenn wir... Na gut, wir müssen uns erstmal ein bisschen aufwärmen. Vielleicht schaffen wir es auch noch zum nächsten Ziel. Ich doch mal hoffen. Es sei denn natürlich, hier tauchen gleich wieder Bärwölfe auf oder so. Bärwölfe. Analog zu Werwolf. Yeah. Mann, Bärschweine.
Gut, habe ich das doch richtig gesehen? Da sind Leitungen. Die Leitungen sollten uns doch zur Zivilisation führen. Ich mal hoffen. Die. Bärwölfe. Bärwölfe. Vielleicht sind das die Wölfe vom Bär. Der Bär, der schickt die auf uns los. Ja, ja. Die teilen sich eine Höhle. Es ist so eine WG-Sache, glaube ich. Nichts Ernstes. Ja. So, ach, guck mal, das kennen wir doch. Das kennen wir doch schon hier. Und ehrlich gesagt, kommen wir da nicht gerade zu früh an. Es ist echt kälter geworden, ne? Richtig dolle kälter geworden. Ich kann mir dann gleich noch die Reparatur machen. In unserer Jacke. Könnte noch ein bisschen was bringen. Oder generell von Klamotten. Einfach mal durchgucken. Vielleicht sind manche ja auch irgendwie durchnässt oder so. Muss man mal schauen. Jo. Aber als allererstes ins Warme. So oder so. So oder so. Das Gute ist, wir sollten jetzt eigentlich nicht direkt instantan umfallen, wenn wir das Risiko haben. Ach ja. Ich sollte doch bei dem einen Truck da auch vorne aufmachen, zum Markieren. Na, naja, gut. Ist nicht so wichtig, hoffentlich. Gut. Wir haben es geschafft. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Oh ja, hier wird es deutlich wärmer. Das ist gut. Wie sieht's aus? Nass ist nix. Nö, das ist gut. Die sehen auch noch in Ordnung aus. Das sieht auch gut aus. Genau, das sieht so einigermaßen aus. Aber das hier würde ich gerne mal reparieren. Ah. Die Mütze könnte auch mal ein bisschen Liebe vertragen. Aktion, komm, machen wir mal. Reparier das. Mach das so. Ja, gut. Oh, zerlegen, nein. 100%, sehr schön. So lobe ich mir das. Und hier auch einmal Aktionen. Reparieren, 92%. Schafft ihr es wirklich auf 100% zu bringen? Mal gucken. Ich habe ja schon ein bisschen Skill gekriegt oder so. Ja. Ja, 100%. Ja, easy. Sehr schön. Dann können wir hiermit eigentlich weitermachen. Wenn wir gerade so gut dabei sind und das Material haben, da haben wir auch direkt noch ein bisschen Material vielleicht. Sind wir erst losgeworden, ne? Gut. Sehr schön. Ausgezeichnet. Jo, gibt es denn irgendwas, was wir ablagern müssten? Wahrscheinlich nicht viel. Ein bisschen was zum Feuer machen haben wir dabei, das ist gut. Oh, wir brauchen nicht so viele von den Anzünderlis, glaube ich. Können wir vielleicht mal 3 hier lassen. So, Bücher. Ich nehme sogar noch eins mit. Die sind echt gut zum Anzünden. Na gut. In der Summe haben wir jetzt nicht gerade was gespart, ne? Durch die Aktion. Egal, komm. Antiseptikum brauchen wir vielleicht nicht ganz so viel. Ich nehme auch mal das bessere Zeug, weil wir haben eh so viel davon. Falls wir es wirklich mal brauchen, dann wollen wir da jetzt, also das soll jetzt nicht daran scheitern. Ne? Um es mal so zu sagen. Und was die Tabletten angeht. Ah, nehme ich auch mal ein paar mehr. So. Oh, hier haben wir Verbände. Ich nehme mal 2 mit. So wie ich uns kenne. Vielleicht sogar noch mehr. So wie ich uns kenne. So wie es jetzt gelaufen ist. Ja, ja. Könnte das vielleicht ganz gut sein. Hier haben wir noch ein bisschen was mit. Das hier auch. Das ist ganz gut. Dann würde ich vielleicht noch hier ein bisschen Wasser mitnehmen. Vielleicht auch direkt was davon trinken. Hier ganz so viele Dosen brauchen wir nicht. Sonst weint der Kabifu wieder. Dass wir doch zu viel dabei haben, sehe ich ja ein. Stimmt ja auch. Das hier ist auch ein ranziges Öl. Auch ein richtig ranziges Öl. Okay, und die Dinger, die haben nicht wirklich viel gebracht, ehrlich gesagt. Zumindest nicht gegen die Timberwolves. Das, habe ich jetzt nicht gesehen, dass das sonderlich viel gebracht hat. Aber nun gut. So, können wir das hier vielleicht mal aufessen?
Ja, könnte sogar noch ein bisschen mehr. Hier, Hundefutter. Essen. Achso, erstmal öffnen. Ja, ja, richtig. Das ganz gute Zeug. Lecker, lecker, lecker. Sind wir denn wenigstens wieder satt? Und weil es so schön ist, noch ein bisschen Wässerchen. Die behalte ich mal lieber, wenn wir auch Hunger haben. Dann bringt das gegen beides direkt ein bisschen was. Gut, es ist Mittag. Es ist Mittag, das ist gut. Deswegen mache ich erstmal eine Speicherung. Ochi rettet Dude. Ja, gewissermaßen. Gewissermaßen jetzt auch wieder. Ochi. Nee, anders. Auf nach Norden. So. Und dann machen wir mal genau das. Wollte ich hier noch irgendwas machen? Wollte ich hier noch irgendwas machen? Habe ich irgendwas erwähnt? Dann müsst ihr jetzt schreien oder für immer schweigen. Habe ich denn genug hier anderes Feuerzeug? No, Feuerkrempel. Altholz. Können wir noch ein bisschen mitnehmen? Falls wir uns wirklich irgendwo ein Lagerfeuer machen müssen. Ja. Ja. Auf zum Atem. Auf zum Atem. Das ist nämlich der Atemberg da hinten. Mhm. Oh. Das Wetter ist... Das Wetter ist nicht optimal. Das Wetter ist nicht optimal. Vielleicht können wir auch hier einen Zwischenstopp machen, wenn es hart auf hart kommt. Und dann, ja, vielleicht erstmal hier. Vielleicht erstmal hier. Kirchenartefakt. Ein Dieb hat ein Artefakt aus der Kirche in Thompsons Wegekreuz. Okay. Machen wir das einfach mal. Gibt es irgendwie einen Weg, den wir idealerweise gehen sollten? Ja. Oh, ich bin sogar versucht, dieser Straße hier zu folgen. Weil ansonsten weiß ich nicht, ob wir da überhaupt rüberkommen über die Flüsschen und so. Das ist ein bisschen doof. Da führt nämlich eine Brücke entlang. Wo die Straße entlang geht. Macht irgendwie Sinn, ne? Ich weiß nur nicht, ob der Weg nicht zu lang wird, zu beschwerlich. Der Weg wird ein langer sein. Na, mal gucken. Ich würde mir ja echt gerne ein Auto nehmen, ne? Aber vielleicht funktioniert das ja, wenn es mal britzelt oder so. Könnten wir schön in der Nacht hier einfach, wenn wenig Verkehr ist, ne? Ja, es wird uns nicht vergönnt sein. Ja, es wird uns nicht vergönnt sein. Da waren wir auch schon, ne? Da steht ein offenes Auto auf jeden Fall. Ja, ja, ja. Habe ich da hinten reingeguckt? Ja, offenbar schon. Gut, ja, und da waren wir auch. Wahrscheinlich habe ich genug Sachen übersehen, klar, wie das immer so ist. Aber immerhin haben wir es versucht. At least you tried. Ach ja. Die Auszeichnung... Genau die richtige Auszeichnung für den Ochi. Zumindest haben wir es versucht. Oh, was ist das denn? Rauchzeichen. Achso, das kommt vom Gemeindezentrum. Okay. Das sind sehr... Also erstens sind das Sprites, die sich mitdrehen. Und sie sind sehr diskret. Na gut. Ach ja, Steine. Könnten wir natürlich auch mal probieren gegen die Timberwolves. Ob das von Erfolg gekrönt sein wird, das weiß ich nicht. Aber hey, wenn man sonst nichts hat... Apropos, noch haben wir ja was anderes. Ich dachte, ich hätte was gehört, aber es war wohl nur das Knurpsen unserer Schuhe. Na gut. Kann ich den Text da oben lesen? Wenn so weißer Hintergrund ist, kann man das einigermaßen erkennen? Oder soll ich die Bar wieder ein bisschen dunkler machen? Auch eine schöne Aussicht hier auf das Dörfchen. Ja. Ich will mich nur nicht zu lang aufhalten mit der schönen Aussicht. Ansonsten kriegen wir Eiszapfen am Bart. Und nicht nur da. Okay, da ist das Flugzeug. Daran kann man sich immer ganz gut orientieren. Eigentlich, wir müssen einfach weiter, weiter, weiter. Ist schon ein bisschen ernsthaft. Ernsthaft. Da konntest du jetzt nicht hoch, ja? Ja, jedenfalls ist schon ein Stückchen Weg. Oh, was ist das denn? Da ist auch was aufgepoppt. Also was aufgepoppt. Mining Road, okay. Das wird doch bestimmt ein Levelausgang sein, oder? Ja, das könnte ich mir vorstellen. Könnte ich mir vorstellen. Ich werde da jetzt mal nicht lang gehen.
Weil ich vermute, dass da einfach nur ein Allverwandt auf uns wartet. Das wäre jetzt ein bisschen Zeitverschwendung. Aber das Wetter wird ein bisschen wärmer. Ist ein bisschen weniger windig auf jeden Fall. Das ist ganz gut. Das ist ausgezeichnet. Sind wir nicht dolle am Rumstinken, weil wir irgendwie Fleisch dabei haben? Vorhin habe ich... Das hier ist gebraten, ne? Gegart, genau, ja. Vorhin habe ich wieder die Stinkelinien gesehen. Da waren wir, glaube ich, ein bisschen am Rummiefen. Ich weiß aber nicht, ob das war, als wir das rohe Fleisch dabei hatten. Nein, 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 nein. Oh, was machen wir denn? Können wir da hoch? Na hoch. Wir können es versuchen. Ja, können wir. Ja, können wir. Die Frage ist, weiß der Bär, dass er hier auch hoch kann? wir werden gleich wieder Aua kriegen. Wir werden gleich wieder dolle Aua kriegen. So. Und nun? Ja, und nun? Ah, hier könnte man auch wieder runter, ne? Also wenn er jetzt so ein bisschen sich nach rechts verscheißern würde, dann würde ich es mal wagen. Da runter und dann... Oh, da ist auch ein Auto, ist nicht schlecht. Das ist ganz gut zu wissen, ja. Hm. Pfeile. Weiß ich nicht. Habe ich auch überlegt. Noch nie getestet, ne? Das hört sich nach schnellen Schritten an. Nein! Nein, 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 nein! Wir leben noch? Was? Ich glaube, ich habe die Anleitung falsch verstanden. Da stand links spannen, rechts lösen. Ich dachte, mit rechts könnte ich dann, aber nein. Ich glaube, so war es nicht gedacht. Oh, nein, 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 nein. Oh, das ist nicht gut. Oh, shit. Oh, shit. Und das sind die zwei einzigen Sachen, die wir verloren haben. Ich glaube, ja, ja, es hat alles so ein bisschen gelitten, ne? Moment, apropos Blutverlust. Scheiße, 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 scheiße. Bauch, mach mal. Aufgerissener Bauch. Großartig. wir können es versuchen. Ich habe die Anleitung falsch verstanden. Ich dachte mit rechts lösen, dass ich dann schießen würde, aber das war wohl nicht so gedacht. Ja, gut, dass ich die gute Antiseptikum hier mitgenommen habe. Okay. So, sieht nicht so schlecht aus. Das ist jetzt nicht euer Ernst, ey. Komm schon, spannen. Spannen. Ich muss wohl aufstehen dafür. Ja, ich hab einen... der hat den in der Nase. Dieses Spiel ist unerbittlich. Dieses Spiel ist unerbittlich. Der Richard hat mir allerdings auch schon mal erzählt, so ein Bär, der kann stundenlang ausbluten. Ich glaube, das wird nichts. Ich glaube, das wird nichts. Wir sind sowas von im Arsch. Wir sind sowas von im Sack. Wir sind sowas von im Sack. Komm, wir versuchen es, aber ich hab nicht wirklich viel Hoffnung. Ah, sie taumelt. Oh, sie taumelt runter. Ja, großartig.
Komm her. Christmas Eye, ja. Atombombe, ey. Das kannst du vollkommen vergessen, Mann. Aber hey, drei, sagen wir mal 2,5 Bärenangriffe überlebt, weil ich glaube, das überleben wir jetzt nicht. Nicht so richtig. Ja, großartig. Autosave, wo ist denn der Autosave? Würde ich mal eben sehen. Ah, schön. Das gefällt mir nicht. Spiel laden. Ja, dann würde ich sagen, wir laden noch mal auf nach Norden, wa? 8:33 Uhr, ja, ich glaube, das ist das. Scheiße, müssen wir noch mal los. Tut mir sehr leid, aber das war nix. Das war nix. Gut. Na, auf jeden Fall haben wir wieder was gelernt. Auf jeden Fall haben wir wieder ein bisschen was gelernt. Habe ich denn alles dabei? Ja, ich glaube schon. Ich glaube schon. Shit. Hab gerade überlegt, ob wir noch irgendwas mitnehmen können gegen den Bär. Vielleicht können wir auch hier die Fackel benutzen oder so. Wer weiß. Ob das was nutzt. Ich glaube nicht, dass ihn das wirklich hart beeindrucken wird. Aber hey, man könnte es halt versuchen, ne? Bogen habe ich, ne? Ja. Man könnte es halt versuchen. Oh Mann, ey. Ist das bitter. Ich bin mal sehr gespannt, ob er wieder da sein wird, ne? Wo ist die Fackel? Die ist hier, ne? Ja. Die wäre da. Okay. Better luck next time. Ja. Und wir auch in die Nase stecken, einfach so anzünden, in die Nase stecken. Und mit dem leuchtenden Ende nach draußen, dass er so schön rumsprüht, während er uns auffrisst. Mhm. Und pfeift. Ich weiß ehrlich gesagt nicht so genau. Wir haben ja vorhin diese eine blaue Fackel benutzt, ne? Ich bin mir nicht so sicher, was daran jetzt groß Geräusche machen soll. Die ist jetzt auch nicht sonderlich viel lauter als so eine Magnesiumfackel. Keine Ahnung. So richtig geil ist sie irgendwie nicht. Na. Ich dachte, die würde so richtig übelst. Vielleicht sind das ja auch Geräusche, die nur Wölfe hören oder so. Wer weiß. Ich bezweifle es aber ein bisschen. Weiß nicht genau, was mich da zweifeln lässt, aber irgendwas ist da, was mich zweifeln lässt. Ah, nun gut. So, dann machen wir gleich mal eine Speicherung vielleicht vor dem kritischen Teil hier. Und dann schauen wir mal, ob er wieder da ist. Und wenn ja, ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, was wir da machen. Vielleicht wirklich einen anderen Weg einschlagen. Da irgendwie runter und dann something. Something, something. Murmel, murmel. Das ist der Plan. So, ist das jetzt schon? Das ist noch nicht der Hügel, ne? Glaube nicht. Ja, da könnte es sein. Oh Mann. Was könnte man noch benutzen? Streichholz. Können mit ihm ja Streichholz ziehen spielen. Wer einen kürzeren zieht, hat verloren. Oder so. Das wäre halt eine Möglichkeit. Das ist so ein bisschen Mittelding zwischen Offensive und in die Flucht diskutieren. Irgendwie so. Ich mach mal ganz kurz was. Vor dem Bären. Ich weiß halt nicht, ob er da ist, aber wenn doch, dann haben wir da halt unser Safe Game. So, wo ist er jetzt aufgetaucht? Noch ein bisschen weiter, ne? Glaube ich. Gut. Ist windiger als vorhin. Oder ich habe jetzt nicht so viel getrödelt. Weiß ich nicht. Nach dem Bären ist vor dem Wolf. Das ist das Blöde. Dies ist das Blöde. Hier sind wir hoch, ne? Ich glaube, da sind wir hoch.
Ja, ja, bestimmt ist da hinten die Bärenhöhle. Ja, der ist da. Ja, der ist ganz fett da. Der ist mal ganz fett vorhanden. Okay. Ich probiere einfach mal direkt hier wegzugehen. Guck mal, ist auch schön da unten. Ist das ein Floß? Ja. Können auch versuchen, den Fluss entlang zu gehen. Warum eigentlich nicht? Warum eigentlich nicht? Testen kann man es halt, ne? Also besser als die Alternative da oben. Fällt mir nicht so. Zumindest hat man hier... hat man ganz gute Übersicht über das Terrain. Na, geht so mit den Felsen hier, aber... hier ist eigentlich ganz übersichtlich. Es sei denn, wir brechen hier gleich ein. Es knackt ein bisschen. Ob das jetzt besser ist? Das ist ja auch fließendes Wasser vermutlich darunter, ne? Ja. Ah ja, komm, vielleicht hier mal so ein bisschen am Rand entlang. Am Rand vom Fluss. Andererseits ist der Hügel hier so steil. Ja. Sag ich doch, ich muss niesen. Ah. Jo, wenn er hier gleich von oben runtergerollt kommt, dann hat er die etwas bessere Position. Ja. Hier wäre der Zwischenstopp gewesen. Vielleicht kommen wir hier auch hoch und dann hier so. Vielleicht. Oh, ein Eis. Ich will auch ein Eis. Was hast du für ein Eis? Alle Details. Erzähl mir alle Details darüber. Ich wollte mir vorhin auch Eis holen. Habe ich vergessen. Im Supermarkt. So ein Scheiß. Ah. Das ist aber eher... es ist eher ein Tal zwischen den Felsen hier. Dann würde ich lieber hier oben bleiben. Einfach die Gelegenheit nutzen, den Bären zu umrunden hier. Ja. Und dann hier wieder hoch. Guck mal. Das wäre doch eine schöne Möglichkeit. Das wäre doch eine schöne Möglichkeit. Guten Appetit. Ist es denn eher die Deluxe-Variante oder eher die Aldi-Variante? Wobei Aldi weiß ich gar nicht, wie die so sind. Die Netto-Variante. Da gibt es durchaus Unterschiede. Oder irgendwas dazwischen. Alles ruhig? Alles ruhig? Ich hoffe, guck mal da, eine Hütte. Guck mal da, eine Hütte. Aha. Oh, und kein Bär in Sicht, das ist sehr gut. Das gefällt mir soweit ganz gut. Ich will es nicht zu laut sagen. Lidl, okay, da kann ich wirklich nichts zu sagen. Aber wenn du sagst, ist super, dann könnte ich mir mal überlegen. Könnte ich mal testen. Verfallene Hütten, ja, das trifft es gut. Diese Beschreibung ist relativ akkurat. Kohlebehälter. Kohle. Ja. Oh ja. Oh, bruh, so viel, was? Kann ich noch was tragen? Ja, es geht. Das ist schon wieder passiert. Wie ich das hasse. Wie ich das hasse. Es ist schon wieder passiert. Oh, Mann. Na, aber eigentlich ganz cool hier mit dem Ofen. Ja, ja. Kann man auch benutzen. Könnten wir machen. Ist aber, glaube ich, gerade gar nicht so nötig. Ist gar nicht so akut nötig. Von daher gehen wir einfach mal weiter. Wir sind wieder auf der Straße. Ist gut. Ist cool. Ist das was? Nö. Ist nix. Oh, ein Behälter. Wer weiß, ne? Sie wollte mich gerade anspringen und beißen. Ich habe es ganz genau gesehen. Ich traue hier nichts und niemandem mehr. Wir kommen da auch ein bisschen näher, ne? Ja. So weit, so gut. Vor Freude mache ich mal eine Speicherung vor dem Bären. Ja. Ich hätte dahinter schreiben sollen, in Klammern hoffentlich. Leider können die Spiele nicht so, die Safe Games nicht so lange Namen annehmen. Gut.
Ohr jucken, Ohr jucken. Was ist das denn für ein abgebrochener Baum hier? Aha, direkt noch einer daneben. Wie viele Blitze sind denn hier schon eingeschlagen? Was ist denn hier los? Er knobst rum. Ah, ist das die Brücke, die da eingezeichnet ist? Kann das sein? Wahrscheinlich. Moment. Ah, kratz, kratz. So. Ah. Das ist. Ist das eine Brücke? Nee, es ist noch nicht die Brücke. Es ist nur eine Straßenbegrenzung oder so. Naja, egal, soll mir recht sein. Jetzt tendenziell ein bisschen nach oben, wa? Naja, gut, ich meine, das Flugzeug, das soll ja auch irgendwo auf dem Berg sein, von daher ist es nicht so schlecht, wenn es jetzt hier so langsam nach oben geht. Der wichtige Punkt ist das langsam. Dass es nicht zu akut steil wird auf einmal. Ansonsten fallen wir um und sterben. Ja, so ist das leider bei unserer Protagonistin. Der Dude kann das allerdings nicht besser. Also, das will ich überhaupt nicht behaupten. Das Problem hatten wir auch schon mit dem. Wie ist das eigentlich mit den Dingern hier? Ich glaube, die kann man... Da kann man sich doch auch was Schönes draus basteln. Was ist das? Ach so. Ein Viech würde ich gerne mitnehmen an sich. Oh, ist das eine Höhle? Ist das eine Höhle? Na, was wetten wir, dass da ein Bär drin ist? Na, was wetten wir? Ja, cool. Das ist nice. Hier ist sogar ein Bettchen, wa? Ah. Schön wär's. Schön wär's, wenn es so wäre. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, der verhält sich genauso wie so ein Ochi. Wie so ein Ochi macht er einfach alles. Genau wie die hier. Oh, das ist ein netter Unterschlupf hier. Wo ist das denn? Oh, ah ja, hier. Ja, eingezeichnet. Ah, ja. Ganz dezent. Ja, jedenfalls, was ich sagen wollte, das hier, das kann man doch einsammeln. Ne? Muss ich da nicht geilere Verbände draus machen? Steht nichts dabei. Okay. Er wurde verbessert. er wurde verbessert. Der Ochi macht sowas. Der Ochi kann sowas. Wir verschmelzen einfach die Skills von Dude und Ochi-Dude. Und herauskommt ein nicht ganz überlebensfähiger Wanderer. Mit einem komischen Bart. Ah. Da qualmt es rum. Okay. Hier soll irgendwo die... Hier soll die Brücke... Hier soll die Brücke sein. Ist das euer Ernst? Gleich da vorne. Hier über den Hügel. Warte mal. Wait for it. Ah. Ja. Ist eine lange Wanderung, Mann. Aber ist an einem Tag zu schaffen. Huch. Ich bin hängen geblieben. Da ist... Nein. Da ist ein Hüttchen. Ich will zur Hütte. Kann man sich da verstecken? Kann man da rein? Kann man da rein? Bitte. So ein langer Balken. So ein riesen Wolfsbalken. Das ist, ist bestimmt ein großes Pack, oder? Bitte was? Was ist da los? Ich weiß es doch nicht. Auf jeden Fall können wir uns hier verstecken. Das gefällt mir sehr gut. Ich weiß nur nicht, ob das Pack sich dann beruhigt hat, ne? Wahrscheinlich nicht. Leer? Ich sollte die Waffe wegstecken. Dann vergesse ich die aber wieder rauszuholen. Shit. Geschichte Teil 2, gut. Können wir uns lesen in Ruhe. Also hier ist sogar ein Bettchen, ne? Es wäre eigentlich ganz cool, hier eine Rast zu machen.
Naja. Also zur Not bleiben wir halt die Nacht hier. Vielleicht haben sie sich bis dahin verpieselt. Das ist eigentlich unsere Rettung überhaupt hier. Ah, cool. Was war da? War doch irgendwas. Ach da, Schmerzmittel. Und Gewehrpatrone. Gewehr, ach so. Haben wir eigentlich schon ein Gewehr? Shit, haben wir ein Gewehr? Ich bin mir gar nicht so sicher. Also wenn wir eins haben, dann hätten wir es mitnehmen sollen vielleicht. Es ist allerdings auch sehr schwer, ne? Naja, egal. So. Also, hier ist sonst nichts. Doch. Ist ja wohl. Entschuldigung. Energy Drink macht Schluck auf. Ich mache hier vielleicht mal eine Speicherung. Dann gucken wir mal kurz raus, ob die noch da sind. Und dann, ja. Dann gehen wir schlafen. Wahrscheinlich. Nach dem Bären. Ja, komm. Mach das mal so. Gut. Ich gehe mal kurz gucken. Weil eigentlich so ein bisschen Tag haben wir halt noch. Und ich würde eigentlich gerne... Ah, hier geht's ja direkt zum Flieger. Ach so. Oh, shit. Kommen wir da überhaupt... Kommen wir da jetzt irgendwie hin? Hier ist auch noch eine Brücke. Ach so. Oder wir machen erstmal das hier vielleicht. Ich habe keine Ahnung, aber eigentlich ist das hier ein ganz gutes Headquarter, um von hier aus zu agieren. Ja. Nee. Sehe ich nicht. Nee, sehe ich nicht. Ein Feuer kann ich hier nicht machen, ne? Nee. Schade. Warum nicht? Muss ich erstmal ein Loch in die Decke schießen, damit es kein geschlossener Raum mehr ist. Oh, und den Revolver müssen wir auch mal putzen. Können wir den... Haben wir da was dabei? Nee, oder? Wahrscheinlich nicht. Revolver, Aktion, reinigen, nee. Schade. Das hätten wir mal machen können. Mist. Ah, komm, es nutzt alles nichts. Ich lege mich mal ein bisschen hin. Wir gucken mal, ob es was nutzt. So. Ja, genau. Das Wetter ist ziemlich wolfig. Wolfs verpestete Luft. Und? Sind wir gestorben? Nö. Sind wir nicht, aber es ist dunkel. Ja, dann können wir eigentlich auch direkt die Nacht hier bleiben. Ne? Ich werde mal ein bisschen was essen, was trinken. Habe ich so viele Magnesiumfackeln? Achso, wir haben welche gefunden, ne? Irgendwo, glaube ich. Weiß ich nicht. Sind auf jeden Fall sehr viele. Hier Ranz. Einmal Ranz. Haben wir eigentlich noch? Wir haben Antiseptikum, ne? Kann ich mir hier ruhig auch mal... Nee, Antiseptikum ist ja nicht das Richtige. Hier, Antibiotika. Falls ich hier irgendwie mir was einfange von dem nicht mehr ganz so frischen Zeug. Soll passieren. Alles schon da gewesen. Dann essen wir hier einfach mal ein bisschen crunchy Stuff, was soll's. Boah. Einfach mal 3 Riegel. Ist ein vollwertiges Abendessen. Das lässt sich so umrechnen. 1:1. Gut. Ja. Wir sind ein bisschen überladen, ne? Warum eigentlich? Wegen den ganzen Leuchtfackeln. Soll ich die hier mal lassen? Weil ganz so viele brauchen wir nicht. Und die sind relativ schwer, ne? Moment. Hier, 0,25. Na ja, immerhin. 3 Stück davon mitnehmen. Vielleicht. Hier noch eine Dose. Und ansonsten weiß ich gar nicht. Wir haben ein bisschen viel Zeitung dabei vielleicht. Naja, wir gehen erstmal heier. Und zwar ganz schön lange, wa? Wenn wir gerade so schön sicher sind, dann machen wir es einfach mal. Jo. Ja. Eigentlich, wenn ich so auf die Uhr gucke, müssten wir hier mal wieder eine Pause machen. Machen wir mal am... Ja, jetzt ist scheiß Wetter. Macht aber nichts. Es ist sehr gemütlich, wenn es draußen windet. Machen hier gleich mal einen kleinen Folgencut, bevor wir dann weitergehen. Das macht nur Sinn. Ansonsten sind wir jetzt wieder 10 Minuten unterwegs, bevor die nächste Gelegenheit kommt. So, es hat sich beruhigt. Sehr, sehr gut. Komm, noch eine Stunde dranhängen. Dann machen wir uns wieder satt.
und Sid. Und dann geht es in der nächsten Folge weiter. Ja. Das ist der Plan. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ich hoffe, die Wölfe sind weg. Das ist natürlich die Voraussetzung. Ansonsten müssen wir halt irgendwie versuchen, uns zu wehren. Nutzt alles nix. Ah, jetzt ist aber... Die haben sich vermehrt über Nacht bestimmt. Jetzt aber wieder am Winden. Ah, Mann. Ah, ist ja nicht so geil. So, Verstauchungsrisiko haben wir geheilt. Sehr schön. Weil wir das Trinken umgelagert haben. Ne? Ja. Bisschen mehr in die Mitte des Körpers. Dann ist die Gewichtsverteilung einfach besser. Dann ist sie besser ausbalanciert. Ich glaube, so funktioniert das. Gut. Wir machen hier einmal einen kleinen Folgencut. Und dann gucken wir das nächste Mal ganz, ganz vorsichtig aus der Tür raus. Wir machen erstmal das Kettchen dran an die Tür. Und dann gucken wir mal, dann lugen wir mal ganz vorsichtig raus, ob uns da etwas anknurrt. Man darf gespannt sein. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge dann. Macht es gut und tschüss.